Leute. Wollen wir anfangen? Contest, naja, 22 People haben mitgemacht. Ist okay. Dafür, dass ich den Contest, glaube ich, gar nicht angezeigt habe, ist das vollkommen in Ordnung. Wie hast du eigentlich angefangen zu rauchen? Oh Gott. Ich habe damals nichts vom Rauchen gehalten, überhaupt nicht. War null. Ich habe sogar bei meiner Mutter immer die Zigaretten einfach ausgemacht. Oh Gott, wir sind nicht im Channel. Im besten Channel EU. Ja, so geht das nicht. Durch Freunde. Damals, oder Bekannte. Mittlerweile, ich glaube, nee, mit dem habe ich ja gar nichts mehr zu tun. Also, Einfluss von der Außenwelt. Weiß ich nicht. Ich habe auch, naja, spät jetzt nicht, aber Ende 15 so. 15 habe ich so angefangen, aber das war, das kann man jetzt auch noch nicht, das war einfach mal so. Aber so richtig mit Rauchen habe ich erst angefangen. Also wo man gesagt hat, ich kaufe mir eine eigene Schachtel oder sowas. Deswegen lass mir die kaufen, war ja dann ab 18 schon. Habe ich erst mit 17, 18. Das heißt, erst schon eigentlich viel zu früh, aber habe ich angefangen. Aber wie gesagt, ja, könnte ich die Uhr zurückstellen, würde ich tatsächlich aber auch nichts anders machen, weil dann könnte ich jetzt auch aufhören, wenn ich das sagen würde. Ich komme auf die Cap nicht klar. Wieso? Magst du die Stealth-Elf nicht, oder was? Ich habe leider keinen Platz mehr. Wenn ich wieder einen Platz habe, dann kann man sich das im Store, im Ausrufezeichen Store, da kann jeder auch zugreifen drauf, ja. Müsst ihr nur mit Twitch koppeln, ist alles for free und ihr sammelt dann in 10 Minuten 10 Points. Und dann kann sich das jeder auch holen, wenn es verfügbar ist, ja. Aktuell habe ich keinen, sag schon, keinen FL-Platz. Über 500 Rollen, wir haben auch noch saumäßig, also wir haben auch noch Stones, wir haben hier Elemental Scrolls, wir haben Light and Dark, wir haben Legendäre. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Wir müssen auch häufiger ins Lager. So, was gibt's hier? Ah, oh. Die Crap-Pirette. Die Crap-Pirette. Wenn ich im Urlaub bin, machst du Giveaway. Ja, Jesse. Ja, das dafür kann ich. Oh, nee. Da kann ich auch nicht ändern. Aber ja, ich habe immer gesagt, Ende März mache ich das Giveaway. Ja, wenn die Caps dann auch wieder Ende des Monats auf Null gesetzt werden. Und deswegen mache ich natürlich dann das Giveaway, ja. Ich werde das Giveaway am naja, wann werde ich das Giveaway starten? Ah, ich kann das Giveaway auch am Donnerstag starten, wenn ihr wollt. Ja, dann starte ich das Giveaway am Donnerstag. Da könnt ihr auch noch nächste Woche oder Ende Januar. Warum sag ich mal Januar? Ende März auch eure Caps da reinsetzen, ja. Und dann ist gut. Ja, dann kann jeder ein Giveaway mitmachen. Wurde meine Weisheitszähne gezogen nach der OP, während ich noch voll zugedröhnt war, habe ich ein Nat 5 Chandra gezogen, habe es erst am Abend bemerkt. Sehr nice. Das habe ich noch nie gehabt, aber habe es schon live miterlebt. Einmal habe ich es miterlebt, da waren gar nicht so große Auswirkungen und so. Man hat halt nur ein paar Probleme gehabt mit dem Mund und so. Und einmal hat das, ich weiß nicht, ob der Körper das nicht so richtig vertragen hat von einer Freundin, aber die war, die wollte mir ins Auto kotzen und fand das noch lustig. Also die war richtig auf einem, wie auf einem Trip. Keine Ahnung. Und da habe ich die noch freiwillig vom Zahnarzt abgeholt. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Das war eine schreckliche Fahrt, wie oft ich angehalten habe, ja, um wie so einen Sapperlatz zu halten oder sowas. Ne. Weil die auch die ganze Zeit gesappert hat, weil die mit ihrem Mund nicht klar kam. First Nat 5 und ich hoffe, es ist kein Dupe. Sag mir, Rumpi, dass es kein Dupe ist. Yes, 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 alles klar, kein Dupe. Kein Dupe. Sehr nice, sehr schön. Freuen wir uns. Erstes Nat 5 hier. Schöne Wasserdruide. Ich persönlich sehr, sehr verliebt bin in meinen Feuerdruiden. Wirklich sehr. What? Kauf dein Cap-Review, Philipp, Mensch. Alles klar, machen wir dann. So. Oh, immer, die sollen endlich diese Taste, einfügen. Hier, alles Restars, ja, die nicht gelevelt sind. Rüber, zack, bang. Wäre so einfach, so simpel. Ich kann mir keiner erzählen, dass es so schwierig ist zu programmieren für die. Für mich schon, ich habe keine Ahnung, aber... Naja, wenn du nachher Beta ziehst,
Nehmen wir mal jetzt geile Skill-Ups. Das ist korrekt. DJ Get Down. Das ist korrekt. No, Lightning. Krieg. Triton. 205. Ist zwar nicht mein persönliches Premium Nat 5, aber es ist ein Nat 5. Ein zweites Nat 5. Ah, will das Review heute? Alles klar, Philipp. Sehr nett. Zweites Nat 5 ist zwar nicht mein persönliches Premium Nat 5, ja, ist nicht wirklich so, was ich mir sage, hab ich auch noch nicht. Aber Rumpi hat's noch nicht. Vielleicht hast du keine Tiane, weil dann ist das wirklich eine Verstärkung. Ja? Dann ist das wirklich sehr cool hier. Ein schöner Strip. Stripper. Nicht strippen, ja, Stripper. Ab wann öffnest du nochmal? Ab 40 Rollen. Ab 40 Scrolls. Ich hab schon wieder das... Ich muss aufhören mit diesem harten Skippen hier. Emma, wie gesagt, immer schön fürs Tartarus-Labyrinth oder Guild War beispielsweise oder Belagerungskampf. Ja, auch Guild War, Belagerungskampf. Alle Lightning-Rater. Hier zum Beispiel gut für Necro. So ein Starterpack Dupe Woozer aus der Lege gezogen. Oh Mann. Oh! Segment. Skip Mode ist activated. Sag mir, dass das kein Dupe ist. Auch wenn ich die auch nicht so krass Premium finde. Also, doch, ist sie. Sie ist echt. Sie kann eigentlich echt cool sein. Und sie ist ein cooler Tiana-Counter. Aber sie wird so wenig gespielt. Ich denke mal dann, weil sie halt, ja. Ja, gegen Tiana echt geil ist. Oder zum Beispiel Perna oder sowas. Cooltime resetten. Das ist natürlich echt geile Sache, ja. Aber ansonsten, muss man in der Situation. In der Situation ist es wirklich ein gutes Monster. Was ist dein Monster? Was würdest du gerne haben wollen? Sag mir zwei Monster, die du gerne haben wollen würdest. Zwei. Uch. Zyros und Rakan. Dem. Ah, so. Nächster Lightning. Nein. Wir kommen einfach mal zwei Wüstenköniginnen in einem Opening. Vierter Nat 5. Vierter Nat 5. Hathor, ist es was für dich? Hathor, er hat noch nicht geschrieben. Geilo, auch kein Dupe. What the hell? Was will man dazu noch sagen? Vierter Nat 5. Vier. Das ist mal ein netter Bonus. Why not? Bestes Nat 5, was wir heute gezogen haben. Finde ich. Bisher. Feeding your cat. Aber solange es nicht deine ist, ist doch noch... Oh, fake. Ich dachte gerade, ich sehe 5 Sterne, ja? Und dann kommt der Brian. Ich sehe 5 Sterne, so im Augenwinkel, und dann... Brian. Oh, GG. Jetzt, Zyros, letzter. Ey, komm. Ja, wir haben schon 405 Come to Us. Ich weiß, aber hey, so ein fünfter, so ein netter Zyros, der wäre doch was. Vielleicht auch mit der Kombination mit Triton, das wäre doch wunderbar. Na, mit der Kombination noch, hey, das wäre doch was. Okay, dann freue ich mich. Nee, der ist wirklich sehr, sehr stark. Nein. Ah. Kein Zyros, aber fünfter Nat 5. Fünfter. Hammer, geiler, mega. Stopp, wir machen hier einfach den hier. Es war kein Zap-Hype, aber es ist Charlotte. Fünfter Nat 5. Number 5. Lager? Wie wow. Ja, oh, nee, so Lager ist sie gar nicht. Lotte! Der Lotte! Lightning wird geskippt. Wenn einer kommt. Oh, Golem. Light Golem, das war nicht schlecht. Basalt.
Ja, zwei Premium 3 Stars hintereinander. Ah. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. War schon mal Hall of Heroes. War schon mal Hall of Heroes, leider. Und da hat Rumpi auch gespielt. Lin wäre ganz nice. Luna ist was. Luna ist vergleichbar mit Lin. Du wolltest Lin? Das ist vergleichbar mit Lin. Luna. Fast not five. Meine Luna, nice. Luna ist fast wie Lin. Rumpi, sehr schön. Eben. Zwei Lightnings hintereinander bei Light and Dark. Zwei Lightnings. Not bad. Sagt der Marv. Kamatau. Teen Queen. Naja, besser würde ich jetzt nicht sagen, aber ist natürlich auch noch ein schöner Zusatz, der Strip, ja. Der Strip ist wirklich auch noch ein schöner Zusatz. Ex-Mann und letzter. Aber zwei Lightnings. Okay. Ich glaube, du kannst zufrieden sein. Es waren zwei Lightnings, das ist nicht selbstverständlich. Eigentlich kann man bei Kamto erst rechnen mit null Lightnings. Mit null, ja, oder so. Und du hast zumindest ein Hall of Heroes und ein Nicht-Hall of Heroes 4-Star bekommen. Was ganz nett ist. Und jetzt hoffen wir noch ein bisschen auf Zyros oder Rakan und dann alles gut. Sehr geiles Opening. Glaube ich auch. Ah, braucht keiner, ja. Nope. Ey. Wir haben nur noch zwei. Legendäre sind hier, seht ihr doch, RIP. Da haben wir aus den MS bessere Forsters auch gezogen. Ja, klar, gib uns zweimal Chloe. So, wir gucken uns zum Abschluss doch mal hier die schönen Nat Fives an, die wir hier gezogen haben. Also, Abellio. Ja, dann haben wir die schöne Segment gezogen. Wir haben den schönen Meeresherrscher gezogen. Wir haben, also Triton. Wir haben Hathor gezogen. Und wir haben Charlotte gezogen. Charlotte. Stones haben wir auch schon aufgemacht, leider. War auch kein Cyrus leider dabei. Ja, ansonsten, wir haben natürlich viele Forsters bekommen. Wir haben auch einen Cannon Girl mitbekommen. Ich glaube, Sniper MK. Weiß gar nicht, ob er dabei war. Könnte sein. Ach nee, ich glaube, der war auf dem ersten Account dabei. Aber egal. Aber ansonsten ist das eigentlich ganz nett gewesen. Es war wirklich ganz nett. Ja. Karo ist wieder gesund. Karo hat wieder Opening gemacht. Karo kann auch wieder Videos machen. Ja. So langsam. Letzte Woche krank. Urlaub gewesen. Karo ist back. 505. Karo is back.